Ja, hallo. Ich begrüße euch wieder in meiner Werkstatt hier. Und der Martin hat meine Videos verfolgt. Dafür danke, Martin. Und dem ist aufgefallen, dass mein Hobel eine längere Abgabeplatte hat. Das hat er richtig erkannt. Und ich dachte, vielleicht gibt es noch mehr, die diesen Hobel besitzen und vielleicht sich öfter mal ärgern, dass die Abgabeplatte am Ende zu kurz ist, um längere Werkstücke abzurichten. Wie breit ist das der Hobel? Wie breit kann ich abrichten? Das ist der HC260, also 26 cm habe ich als Breite. Ist für mich sehr oft zu knapp, aber ich möchte sagen, ein Hobel von Metabo, den es breiter gibt, finde ich selten. Von Scheppach und den anderen Firmen gibt es die genug, Holzmann zum Beispiel. Aber ich bin so ein bisschen beim Hobel, ein bisschen vorgebrannt, möchte ich sagen, Elektra Beckum Metabo möchte ich schon gerne beibehalten. Gibt es sicherlich, aber ihr wisst selber, dann kommt dieses Problem mit ins Spiel und daher habe ich immer noch meinen 260er hier und sobald das hier es zulässt, gibt es halt auch einen etwas breiteren für mich. Ja, nichtsdestotrotz reden wir jetzt über diesen Hobel, den sicherlich viele haben. Es ist so ein Standard Heimwerkergerät, möchte ich sagen, oder vielleicht schon Leute, die so wie ich schon ein bisschen mehr damit machen, auch dafür vollkommen ausreichend, wie gesagt, nur an der Breite. Das ist auch nicht das Problem, man muss halt öfter verleimen. Und wenn man sich das ein bisschen ersparen will, wenn man sich überlegt, verleimen mit Leim drauf, zwingen drauf, wenn das richtig abbinden soll, da geht schon ein bisschen Zeit drauf. Wenn man sich das sparen will, ist so ein breiterer Hobel technisch gesehen natürlich zeitersparend und ja, man kann halt breitere Dinge machen. Oder wenn man Stufen verleimt hat, kann man die ganze Stufenbreite nochmal durchhobeln. Das kann man hier natürlich vergessen. Ja, nichtsdestotrotz ein sehr schönes Gerät. Ich arbeite sehr gerne damit. Ich arbeite jetzt schon seit fast 8 Jahren mit diesem Hobel. Hatte davor denselben, genau das gleiche Modell und vom selben Hersteller. Also jetzt hier steht Metabo drauf. Und ich weiß auch, dass die Vorgängergeschichte von Elektra Beckum kommt, aber die haben wohl Elektra Beckum aufgekauft. Ja, positive an diesem Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen, außer der erste halt, wo ich einen Motorschaden hatte. Da ist mir der Motor durchgebrannt nach 4 Monaten. Aber nicht, weil ich ihn überlastet habe, dann wüsste ich ja den Grund. Irgendwie hat der Motor einen Geist aufgegeben. Selbstverständlich Garantie zurück zum Käufer, wo ich, also zum Verkäufer, habe ihn dahin gebracht. Die haben das Gerät eingeschickt. Und siehe da, ich glaube, innerhalb einer Woche hatte ich mein Gerät zurück und vor allen Dingen nicht repariert, sondern ein komplettes Neugerät. Und das, muss ich sagen, Metabo, nochmal danke dafür. Also ich habe nicht ein repariertes Gerät bekommen, in dem Fall halt ein komplett neues Gerät. Das macht, glaube ich, auch nicht jeder. Ja, und seitdem tut dieser Hobel seinen Dienst bei mir. Und manchmal muss er doch schon an seine Grenzen gehen, aber er packt es ohne Probleme. Ja, die Verbreiterung habe ich mir montiert, weil ich öfter gemerkt habe bei langen Werkstücken beim Abrichten, dass die hinten hier dann wegfallen. Und wenn ich hier nicht genug Druck aufbringe oder hier mit noch mehr Gewalt draufdrücken muss, wer so ein Gerät benutzt, weiß, was ich meine, und das Werkstück irgendwann da hinten frei in der Luft hängt, kommt natürlich der Druck nach da. Das heißt, ich muss hier mehr runterdrücken, noch mit noch mehr Gewalt, um diesen Zug nach unten entgegenzuwirken. Und darum habe ich mich halt entschlossen, die zweite Platte, die ich noch von dem ersten Hobel übrig habe, die habe ich nämlich nicht mit eingeschickt und somit ist sie in meinem Eigentum geblieben und die habe ich dazu verwendet. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Wir gucken uns das gleich von unten an. Ja, natürlich gibt es auch negative Dinge zu dieser Maschine zu sagen, so habe ich zumindest das Gefühl, weil das ist mir aufgefallen. Dieser Anschlag lässt sich sehr schlecht auf den rechten Winkel einstellen. Wenn man ihn mal eingestellt hat, ist es gut. Fängt man aber an, ihn zu verstellen, wenn man mal 45 Grad abrichten will und ihn dann zurückstellt, obwohl er hier fest vorgegeben ist und man das hier einstellen kann, wie weit er zurückgeht, habe ich es noch nicht wieder hinbekommen, dass er jedes Mal auf 90 Grad steht. Ich muss dann jedes Mal mit dem Winkel gegenkontrollieren, das richtig einstellen und vernünftig festmachen. Also auf diese Einstellung hier hinten, diese feste Einstellung, die man selbst auch ein bisschen nachstellen kann, was ich auch schon 1000 Mal versucht habe, geht es trotzdem nicht.
jedes Mal, wenn ich den Hebel, den Anschlag also auf 45 Grad oder auf Grad verstelle, zurückstelle auf 90, bleibt der Nick exakt bei 90. Und das ist natürlich beim Abrichter das A und O, das brauche ich euch nicht erklären. Was will ich mit dem Abrichter machen? Eine gerade Kante und dazu einen rechten Winkel dazufügen. Das kann ich natürlich nicht, wenn der Winkel nicht stimmt. Ja, das ist so ein Manko. Also den habe ich jetzt einmal fest eingestellt und ich belasse ihn dabei. Das ist der einzige Nachteil, dass ich ihn nicht verstellen kann. Ich kann ihn wohl, aber es dauert halt sehr lange, um ihn wieder auf 90 Grad zu bringen. Das ärgert mich ein wenig. Ja, der zweite negative Punkt, das ging auch sehr schnell. Ich habe die Maschine seit 8 Jahren, habe ich gesagt, was sehr schnell auch nicht mehr so funktioniert, wie man es sich vorstellt, ist der Messerschutz. Also ich kann ihn, ihr müsst auch hingucken. Also, der Messerschutz soll ja eigentlich auch so einen kleinen Federmechanismus haben. Hier ist eine Kunststofffeder angebracht, um das Holz auch mit einem gewissen leichten Druck an den Anschlag drücken zu können. Ich zeige es euch mal, falls ihr nicht versteht oder wisst, was ich meine da. Das ist also hier die Feder, die Kunststofffeder, die man hier an die Holzbreite anpassen kann, dann hier eigentlich festklemmen kann und somit einen gewissen Druck darstellt, um das Holz an den Anschlag zu drücken. Wie ihr seht, war das sehr schnell bei mir außer Funktion. Ja, ich stelle mal wieder zurück. Das ist auch relativ schnell, hat das Ding seinen Geist aufgegeben, muss ich leider sagen. Ja, wie man so ist, man gewöhnt sich dran. Es ist hier leider nur Kunststoff. Das hat sich hier sehr schnell eingeschliffen gehabt und deswegen war die Funktion irgendwann nicht mehr gegeben. Ja, braucht man sie oder braucht man sie nicht? Nein, ich brauche sie nicht, darum hat mich das weiter nicht gestört. Aber ich kann mir vorstellen, für Leute, die mit solchen kleinen Leisten arbeiten, die man an diesem Anschlag sowieso nicht machen sollte, dann könnte das ein Problem sein. Oder die vielleicht noch nicht so das Handling haben, das Stück Holz runterzudrücken, dazu noch gleich an den Anschlag und dann auch noch vernünftig in den Anschlag, das muss man lernen, das geht nicht so schnell, die dann gerne diese Druckfedern nutzen würden, die aber dann nicht funktioniert, also bei mir zumindest nicht. Ja, da könnte mit Habo noch ein bisschen was von ändern. Vielleicht ist es auch nur bei mir der Fall und bei allen anderen funktioniert es gut. Ja, der Umbau von dem Abrichter zum Hobel, also zum dicken Hobel, geht sehr schnell, ist nicht viel Aufwand und ja, ist also sehr leicht gemacht. Ich kann es ja mal ganz kurz machen, dass ihr mal so ein Zeitgefühl dafür kriegt. Nee, noch nicht. Ich habe noch eine Sache. Ich habe mir an mir noch mehr dazu gebaut. Nicht nur den verlängerten Tisch habe ich mir dazu gebaut, weil ich auch gerade von dem Andruck gesprochen habe. Hier also Holz andrücken und kippt hinten weg. Habe ich mir noch eine zweite Variante überlegt, um das Andrücken mir ein wenig zu erleichtern. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar habe ich noch die TF100, die Tischfräse von Elektra Beckum noch. Da war es noch nicht mit Tavo. Ich zeige es euch mal kurz. Die steht da, könnt ihr sie sehen. Ich habe allerdings einen 3-Rollen-Vorschub dabei und brauche dafür nicht mehr. Also da hat Elektra Beckum halt diese Andruckbacke, kennt ihr wahrscheinlich. Die sitzt eigentlich oben drauf und da kann man eine Stange reinstecken und da ist so ein Stück Holz, was dafür sorgt, dass das Holz beim Fräsen an den Tisch gedrückt wird. Das habe ich umgebaut. Ich werde das mal ganz schnell montieren. Geht eigentlich recht schnell. Das brauche ich aber auch nur deswegen. Ich mache es jetzt mal nur schnell mit einer Schraube fest. Ihr versteht das Prinzip sicherlich auch so. So. Jetzt habe ich mich hier oben in den Anschlag ein kleines Gewinde reingedreht. Wie gesagt, ist auch nichts für den Dauerzustand, bloß als Behilfsmittel habe ich mir das mal gemacht. Habe mir dann selber, weil ich mit diesem Stück Holz, was vom Metall, wo habe ich das noch? Ich gucke mal ganz schnell. Nee, habe ich nicht mehr. Nicht ausreichend Druckkraft habe, habe ich mir selbst was gebaut. Und zwar bin ich in den Baumarkt gegangen, habe mir diese Lochplatten geholt, kennt ihr sicherlich. Ich glaube, Dachstühle werden damit verschraubt und ein Winkel. Habe da 4 Räder dran gemacht. Ganz simpel und einfach. Dieses Metallgestell und das hier gehörten zu dem eigentlichen Anschlag, wofür er eigentlich gedacht war. Und somit kann ich ihn aber jetzt hier als
Druckanschlag benutzen, da kommt raus. Kann also die Stange hier festmachen. Und hier vorne das dann festmachen. Ja, nur hält die Schraube, die hält das da hinten alleine nicht fest. Also das war der Grundgedanke, dass ich hier halt mir noch eine Andruckhilfe gemacht habe. Somit kann ich das Stück Holz hier durchschieben und ihr seht selbst, er gibt ein bisschen nach und drückt dann das Stück Holz an. Das war der Grundgedanke und dafür habe ich halt die Halterung von der TF100 genommen. Klappte eine gewisse Weile, aber wie gesagt, dieser Anschlag ist vom Alu so dünn, dass das Gewinde da nicht lange hält und von daher hält jetzt die eine Schraube alleine das nicht mehr. Ich müsste die zweite reindrehen, dann ist es fest. Ja, nochmal vielleicht für Metabus einen kleinen Anreiz. Das wäre nochmal eine schöne Sache. Wenn ihr den Anschlag ein bisschen stabiler machen würdet, oder man könnte ja auch selbst einen stabileren bauen, da das Ding montieren, dann hätte man eine gute Andruckshilfe noch. Ja, und man kann sie ja in der Breite verstellen und in der Höhe natürlich auch durch diese Stange. Ja, vielleicht hat Metabo ja nochmal eine Idee dazu. Ja, ich schraube das wieder ab hier. Da habe ich jetzt meinen Inbus gelassen. Da. Ja, das sind so die beiden Dinge, die ich selbst an der Maschine ja, für mich noch dazu gebaut habe oder montiert habe, muss ich sagen. Die Grundgestelle selbst habe ich mir ja nicht selbst ausgedacht. Die waren ja von Elektra Beckum schon da. Und wie ihr seht, den Anschlag, ich kann ihn auf die Höhe verstellen, wie ich möchte. Hier hat er eigentlich 4 Schrauben. An der Tischfräse wird er mit 4 Schrauben fixiert. Und ich habe ihn hier an den Anschlag halt nur mit 2 Schrauben fixiert, an den letzten unteren, also an den letzten beiden hier. Hat mir in manchen schwierigen Abrichtsituationen gut geholfen. Ja, aber wie gesagt, der Anschlag ist für mich so ein kleines Manko mit Zurückstellen 90 Grad. Trotz stundenlanger Einstellerei mit diesen Einstellschrauben habe ich es nicht geschafft, dass ich beim Zurückstellen den Winkel jedes Mal auf 90 Grad exakt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habe ich zwar eine neue Maschine bekommen, aber dafür einen Kackanschlag dazu. Ich weiß es nicht. Ja, also, sonst kann ich zum Abrichten nichts sagen. Er hat ein schönes Abrichtbild, wenn die Messer scharf sind. Es sind 2 Messer in der Walze. Und man natürlich nicht wie so ein Berserker das da drüber schiebt, sondern in einer vernünftigen Geschwindigkeit, wie man es als Tischler lernt, dann hat man ein richtig schönes Bild. Man hat wenig Hobeldellen drin, also vom Hobelmesser. Und es hat schon eine sehr gute Hobelqualität, ein schönes Hobelbild. Kommen wir zum Umbau dieser Maschine. Die geht auch recht schnell. Was muss man machen? Hier den Messerschutz nach oben. Das ist eine Hebelbewegung. Man nimmt den Anschlag ab. Das ist auch wirklich nur diese Drehschraube. Dann hat man den Anschlag abmontiert. Und nimmt dann die verlängerte oder die normale Hobelplatte ab. Ist auch mit 2 Klemmriegeln gemacht. Also auch ruckzuck demontiert. Kann ich die Spanhaube hochklappen, kann von hinten mir meinen Anschluss für die Absaugung abmontieren, oben drauf montieren. Diese Haube wird fixiert mit dem Messerschutz. Das ist also schon sehr gut durchdacht. Das hält auch prima, muss ich ehrlich sagen. Was ich bloß bei diesem Grundgedanke, den Metabo hier hat, nicht ganz verstehe. Auch das ist vielleicht ein Manko, für mich nicht wirklich, aber für einige vielleicht wohl. Ich nehme noch mal kurz mit. Metabo hat hier vorgesehen, dass da noch eine Handschraube drauf kommt. Ja? Ich weiß den Grund ehrlich gesagt nicht, weil dieses Messer-Hobelschutzteil, also dieses hier, vollkommen reicht, um das Ding nach unten zu drücken. Ja? Das hält bombastisch. Und ich glaube, ich weiß auch nicht.
Vielleicht gibt es welche, die wirklich jedes Mal die Schraube auf- und abdrehen, aber vor allem, der mal schnell umbauen muss. Und das ist der Nachteil bei so einer kombinierten Maschine. Man hat beim Hobeln aus Versehen mal die falsche Seite reingesteckt und schon ist der rechte Winkel im Eimer. Das heißt, ich muss dieses Stück jetzt exakt nochmal neu abrichten und das Ganze umzubauen, die Schraube lösen, das ist dann ein bisschen ärgerlich. Naja, aber das ist so. Und bei mir ist Zeit halt auch immer ein gewisser Faktor. Ist die Schraube für mich da in der Schublade gelandet oder liegt sie heute noch drin? Und ich benutze sie einfach nicht. Ich muss sagen, es schadet der Maschine aber nicht. Es klappert deswegen nicht oder sonst was. Ich weiß nicht, wofür sie da ist. Ich brauche sie nicht. Ja, und schon hat man den Abrichter zum dicken Hobel umgebaut. Die Höhe zum Abrichten ist für mich jetzt mit 1,75, 1,76, ich habe gelogen, die richtige Höhe. Also ich kann vernünftig von oben drauf drücken und das Werkstück drüber schieben. Zum Hobeln ist es eigentlich auch eine vernünftige, angenehme Höhe. Ich habe den Vorteil bei mir in der Werkstatt, ich habe hier einen kleinen Versatz drin von 20 cm. Ich stehe dann automatisch 20 cm tiefer und habe es dann ein bisschen leichter. Ne? Von daher nicht relevant, aber nur mal so gesagt zu haben. Für große Leute, die so um die 2 Meter sind oder vielleicht auch 1,90, ist die Maschine vielleicht, kann ich mir vorstellen, schon zu klein. Beim Abrichten ist das für mich die richtige Höhe, aber für so einen 2 Meter Mann kann ich mir vorstellen, oder Frau, Entschuldigung, könnte das Ding vielleicht doch schon zu klein sein. Ja, was gibt's zu sagen? Ich kann hier wunderbar die Höhe einstellen. Wie ist der Tisch gelagert? Auch das hat Metabo sehr gut geregelt. Ich zeige es euch mal kurz. Und zwar, damit der Tisch vernünftig rauf und runter geht, auf 4 Seiten gestützt, hat halt Metabo sich da und auf der anderen Seite halt mit Gewindestangen geholfen. Wenn ich jetzt hier drehe, wird die Platte halt an allen 4 Seiten regelmäßig oder gleichmäßig rauf und runter gefahren. Die Tiefe könnt ihr hier gerade ablesen. Das breiteste oder höchste ist 160 mm mal 260. Aber ich glaube, so ein Balken, auf die Idee kommt keiner hier durchzustecken. Naja, ich würde es jedenfalls nicht machen. Sie hat auch ein schönes Hobelbild. Die Geschwindigkeit ist gut zum Hobel eingestellt, muss ich sagen. Und wenn die Messer scharf sind, was eigentlich immer Grundvoraussetzung sein sollte, hat man auch ein sehr gutes Hobelbild. Ja, so das dazu. Was mich ein bisschen ärgert, aber vielleicht auch seinen Grund hat oder nach rechtlichen Gründen halt auch so sein muss, ist die Elektronikgeschichte. Jetzt steht die Elektronik noch auf Abrichten. Jetzt kann ich den Hobel nicht starten. Also muss ich erstmal dem Hobel sagen, jetzt stehst du auf dicken Hobel, erst jetzt kann ich den Hobel starten. Hat bestimmt einen Sicherheitsgrund irgendwie, ist manchmal ein bisschen nervig, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Man hat also, muss man dem Gerät sagen, was will ich jetzt? Es wird wohl irgendwie nur einen sicherheitstechnischen Future haben. Hier sieht man es, einmal abrichten. Jetzt kann ich ihn nicht starten, weil er auf dicken Hobel steht. Schalte ich ihn auf dicken Hobel, würde er jetzt starten. Das wird geregelt über den Schalter hier. Da. Der Nachteil ist nämlich, wenn die Hobelmaschine läuft, dann muss er so stehen. Komme ich aber jetzt beim Vorbeilaufen hier dran, löst sich dieser Hebel und die Maschine geht aus. Von daher von Metabo vielleicht gut gemeint, um gewisse Sicherheitsstandards zu erfüllen. Für den, der daran arbeitet, ist das ein bisschen lästig. Kommt nicht oft vor, aber es kommt vor. Von daher ist das, ich will nicht sagen, nicht gut und nicht schlecht. Man muss halt darauf achten. Man gewöhnt sich aber auch daran. Ja. Und dann kann man hobeln. Auf der Hinterseite kann man dann halt noch einen langen Lochbohrer anbringen. Da ist also die Kappe. Dann muss man sich das Bohrfutter natürlich besorgen und die Langlochvorrichtung. Die habe ich aber nicht. Und vermisse sie öfter, muss ich gestehen, beim Zimmertüren machen oder Haustüren beim Verdübeln. Das ist ein sehr schönes Ding, aber das kann man auch anders regeln. Und bis jetzt habe ich mir das Ding noch nicht zugelegt. Okay, so viel zum Hobel. Ich glaube, jeder, der den Hobel hat, kennt ihn auch und weiß, wie es funktioniert. Das ältere Modell von Elektra Beckum hat die Kurbel hier oben noch. Da wird man, das geht dann direkt auf diese eine Gewindestange. War auch nicht schlecht. Ich kenne beide Maschinen.
Ja. Kommen wir jetzt zu meiner Tischverlängerung. Martin, zurück zu deinem Thema. Ich drehe euch mal ein bisschen. Und ein wenig dürft ihr jetzt halt, zack, zack, zack. So. Die normale Platte sieht so aus, sie hat ja ihre Rillen. Das ist ja einfach nur dafür da, um den Geräuschpegel von der sich drehenden Walze, also von dem Drehen der Messerwalze, zu reduzieren. Dafür sind da die Löcher drin. Das ist also die Platte, die am Messer anliegt. Hat auch hier die dementsprechenden Winkel dran, wo ich sie dann halt am Tisch festspanne. Genau diese Platte hatte ich identisch nochmal und habe sie halt hier fixiert. Ihr könnt es sehen, ich zeige es euch. Da habe ich die beiden Platten zusammengeführt. Hier ist das Loch, wo ich eine große Schraube durchgedreht habe. Habe mir, weil die beiden Kanten von der Platte nicht wirklich sauber waren, ist ja bloß Guss oder was das ist, nochmal, ich zeige es nochmal, 4 weitere Schrauben gemacht. Da, da, da und da. Damit konnte ich jetzt die beiden Platten so ein bisschen voreinander ausrichten. Ja? Das ist doch sehr wichtig. Einmal hier vorne an der Kante und einmal ganz unten an der Kante. So dass ich, warte, ich stelle euch mal kurz wieder weg. Die Platten, die dann so sind, so ein bisschen voreinander ausrichten kann. Ja? Das ist nämlich das A und O. Wenn die Platte natürlich nicht gerade ist in einer Fläche, bringt uns das nicht. Hab dann die dicke Schraube durchgeschraubt, von beiden Seiten schön fixiert mit 4 Muttern, die anderen Schrauben. Hab das Ganze dann nochmal mit 2 Leisten extra gesichert. Da müsst ihr drauf aufpassen. Ich zeige euch, was da wichtig ist, damit wer sich das nachbauen möchte, auch so macht. Wie ihr seht, geht die Leiste wirklich von dieser Kante, da liegt sie wirklich drin, bis rüber zu dieser Kante, bis dahin. So nehmt ihr den Tisch noch die Möglichkeit nach unten wegzuknicken, weil sich die Leiste hier kalt. Ja, dann habe ich ganz einfach hier Schrauben durch, zack, zack, und die Sache war fertig. Alleine dieses hier hält die Platten schon sehr gut zusammen. Aber ich habe mir die Leiste noch mal zusätzlich dazu gemacht, um mehr Stabilität zu kriegen. Ja, habe an der anderen Platte, habt ihr vielleicht gesehen, an dieser Platte ist ja die ganze Montiergeschichte. Auch hier ist die Nase wieder für den Sicherheitsschalter. Das habe ich abgeschraubt. Also hier habe ich die nackte Platte. Was seht ihr noch? Ich habe die Kanten abgeschnitten. Diese. Ja. Das habe ich zusätzlich noch gemacht. Ich baue noch mal kurz um und dann zeige ich euch auch warum. So, da bin ich wieder. Ich habe ihn schnell umgebaut. Jetzt ist die Platte wieder dran. Und warum ich die Zähne hier abgeschnitten habe, möchte ich sie nennen. Weil, wenn man ein, da haben wir das, jetzt ein langes Werkstück nehmen würde, hier mein Stück Holz, es hier abrichte und es jetzt länger wäre, kippt es irgendwann hoch. Und damit ich hier nicht ganz rumlaufen muss, wie jeder das so macht, zieht man sie über die Kante zurück. Macht jeder. Also ich zumindest. Und das geht mit diesen Kanten nicht, weil die Kanten sind hier ziemlich angespitzt und jedes Mal liegt mir das Holz da hängen. Darum habe ich diese ganzen Kanten abgeschnitten. Ich habe ja erst überlegt, lass sie dran, dann kannst du auch von beiden Seiten benutzen. Aber das geht deswegen nicht. Kann man hoch und zurückziehen und das kann man sonst nicht. Ja? Darum habe ich sie abgeschnitten. Ja, das ist, glaube ich, alles, was ich euch zu meinem Hobel sagen kann. Er läuft auf Kraftstrom, also nicht auf 230. Das wäre ein bisschen zu wenig Power bei meinen Situationen, die ich ihn hier brauche. Und sonst kann ich eigentlich nichts sagen. Ja, ihr müsst nur darauf achten, wenn ihr euch die Platte baut. Das ist eine sehr schöne Sache. Ihr müsst bloß wirklich darauf achten, wenn ihr euch ein Stück drauf legt, es muss passen. Ne? Es muss wirklich vernünftig aufliegen. Es darf hier nicht hohl werden oder hier abfallen. Dann war der ganze Tisch umsonst. Ne? Ich zeige euch noch mal ganz kurz, warum ich die Schrauben hier
Ihr seht jetzt, was ich gerade meinte, die beiden Gusstische. Die passen nämlich nicht wirklich zueinander. Könnt ihr das sehen? Die laufen nur ein ganz bisschen so. Und darum habe ich von unten diese vier Schrauben reingemacht. Und jetzt drückt die eine Schraube gegen diesen Tisch und die etwas höhere Schraube gegen diesen Tisch. Und somit konnte ich, wenn ich die Schraube rein und raus drehte, hat die hier also den Winkel verändert. Das Ganze habe ich auf meinen großen Kreissägentisch gelegt, auf einer planen Fläche, auf den Kopf geschmissen, dann zusammengeschraubt, dann die Leiste hier zwischengeschraubt und jetzt habe ich eine plane, saubere, lange Abgabeplatte, möchte ich sagen. Ja, ja. So bin ich an den längeren Tisch gekommen. Wie gesagt, war eigentlich nur, weil ich meine erste Maschine eingeschickt habe, weil sie defekt war, die Platte behalten habe und Metabo nicht danach fragte, ob ich die noch nachschicken könnte. Nein, die durfte ich behalten, genauso wie diesen Anschlag. Das ist auch noch von der ersten Maschine, den zweiten habe ich oben liegen. Wer weiß, wenn er mal kaputt geht oder so, habe ich noch einen auf Reserve. Ja, das zu meiner Hobelmaschine. Was soll man mehr zum Abrichter dicken Hobel sagen? Vorschrift, wie man mit so einem Ding umgeht, kennt ihr, die so ein Ding benutzen. Tischler machen Maschinenlehrgang, lernen da den genauen Umgang mit solchen Maschinen und somit glaube ich nichts sagen zu müssen. Wenn aber jemand Fragen hat, wie man was macht, dann stehe ich euch gerne zur Seite und wer gerne mal ein Lehrvideo sehen möchte von mir, wie man mit so einem Abrichter vernünftig umgeht, was man dabei beachten sollte, das mache ich natürlich auch gerne, schreibt mir. Noch ein Tipp für alle, habe ich glaube ich schon mal bei der Kreissäge erzählt. Und zwar für jede stationäre Maschine, also stationär eine größere Holzbearbeitungsmaschine, da muss der Tischler einen Maschinenlehrgang machen, der geht 14 Tage lang, wo alle Maschinen, nicht alle, ist nicht richtig, die Formatkreissäge, der Dickenhobel, die Abrichte, die Tischfräse, da gibt es aber glaube ich noch einen extra Lehrgang oder das ist der letzte Woche, weil das ist die gefährlichste Maschine, die es im Handwerk so gibt bei der Tischlerei. Das sind so die wichtigsten Grundmaschinen. Diese drei Maschinen lernt man da. Jeder gute Betrieb oder jeder, der so ein bisschen genauer arbeiten möchte, hat, ich zeige es euch, an jeder Maschine, das habe ich glaube ich schon erklärt, auch die dementsprechenden BG-Vorschriften hängen. Hier gibt es die auch für den Abrichter. Wo kriegt ihr die her? Ganz einfach, guckt mal im Internet, gibt mal einen dicken Hobel BG und dann kriegt ihr schon diese Vorgaben. Die gibt es für alle Maschinen. Ich zeige es auch mal für die Tischfräse noch eben. Das sind so Grundeinstellungen, das ist mein alter Herr, bei dem habe ich gelernt. So, was man beachten muss, welche Anschläge es gibt, wie man es im Prinzip einstellt und wie man aus sicherheitstechnischen Gründen damit arbeitet. Das gibt es jetzt nicht nur für den Hobel, das gibt es auch für die Bandsäge, das gibt es für die Formatkreissäge. Für die Formatkreissäge habt ihr schon gesehen, habe ich da auch hängen. So blöd es klingt, ich schaue da auch wohl mal drauf, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher war, wie weit war jetzt der Abstand zwischen Spaltkeil und Sägeblatt, wie hoch musste der Höhenunterschied sein. Ja, es geht hier um eure Finger und um eure Gesundheit. Darum druckt euch die Dinge aus, legt euch die an die Maschine, wenn was ist beim Messerwechsel, das wird auch bei dem Hobel nochmal genau beschrieben, worauf ihr achten müsst. Von daher ein wichtiges Informationszettel, möchte ich mal sagen. Einen Moment, ich hänge nochmal rein, ich hänge mich da nochmal rein. Oh Mann, so, besser. Wir Männer kennen uns, ja? Wer liest denn diese blöde Anleitung? Hier, wartet. Nein, Metabo hat keine Anleitung. Das sind Riesenanleitungen. DIN A4, dicke Bücher. Ganz ehrlich, wer liest sich die durch? Keine Sau. Solltet ihr aber bei diesen Maschinen machen, ganz wichtig, bei diesen stationären großen Maschinen, lest euch die Sicherheitsvorschriften vor durch. Besorgt euch diese Zettel aus dem Internet. Hier geht es um Maschinen, die eure Finger kosten können. Ja? Und ich habe meine Gott sei Dank noch. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Und wenn man sich dann nicht an die Vorschriften hält oder dann sagt, ja, das wusste ich ja nicht, habe ich ja nicht gelernt oder so, dann ja,
ist blöd. Lest euch also die Anleitung zur Maschine A durch, geht ins Internet, guckt bei der BG für Holz, so und so stationäre Maschinen, kriegt ihr diese Ausdrücke für diese einzelnen Maschinen, für die Zettel. Arbeitet danach, guckt euch an, was haben die für Anschläge, was haben die für Schiebehilfen. Hier an der Hobelmaschine habe ich sogar einen Schiebestock, da gibt es noch andere und bessere. Ja, selbst ich merke, obwohl ich den Beruf gelernt habe, mit allen drum und dran, man vernachlässigt ganz oft die Sicherheit. Ja? Der Schiebestock hängt, möchte ich mal sagen, am Hobel eigentlich auch nur zur Zierde. Nein, denkt bitte daran, das sind eure Finger. Was ihr wirklich benutzen solltet, wäre auch der Messerschutz. Der sollte immer wirklich am Werkstück anliegen, so dass eure Finger nicht die Möglichkeit haben, an die Messerwelle zu kommen. Breite Stücke schiebt ihr bitte unter dem Stück durch. Entschuldigung. Also wie gesagt, wenn ihr nochmal so ein richtiges Lehrvideo haben wollt, kann ich euch das gerne machen für die Hobelmaschine. Kann euch auch nochmal erklären, worauf man achten muss zwischen Abrichten und Hobeln. Aber ihr könnt ja unten einfach mal einen Kommentar da lassen und dann werde ich mir gerne die Mühe machen, euch das mal in einem Video zu zeigen, wie man richtig abrichtet und auch richtig dazu hobelt. Das ist nämlich auch nicht ganz so einfach. Aber ich gehe immer davon aus, wer sich so ein Ding anschafft, weiß auch, wie man damit umgeht. So sollte es sein. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Halt, ganz wichtig, natürlich, ihr kennt die Geschichte, wer das Video gut fand, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Sonst gegebenenfalls Kommentar unten reinschreiben, ich antworte in der Regel schon. Vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten 3-4 Tagen sollte das klappen. Also, bis zum nächsten Mal.